Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance für die PlayStation 4. Letzten Part haben wir mit Sora diese Welt hier abgeschlossen und damit alle, die wir aktuell mit ihm machen können. Ich habe wie gesagt offscreen ganz kurz ein kleines bisschen gekämpft. Sora sitzt auf Level 30, ich habe immerhin 43 Sturzpunkte jetzt und krieg durch die Portale, also durch ein Portal, was ich gemacht habe, noch ein paar dazu. Und apropos, wir stürzen jetzt. Alles gerutscht. 53, na immerhin. Seht ihr, damit kann man noch zumindest das Wichtigste kaufen. Heißt Angriffsvorteil. Sturzdämpfer, weiß nicht, ob ich das gerade überhaupt will. Ein Wasserfass brauche ich nicht. Hybridenhelfer, das würde ich mir gerne noch kaufen, ja. Ja, dann kann ich mir auch den Sturzdämpfer noch kaufen. Yep. Okay, ab zu Rico und jetzt müssen wir auch mit ihm hier die gute Welt hier abschließen. Ah, die Gegner kommen jetzt natürlich wieder, während meine Kommandos erst noch aufladen. Wie freundlich. Da ist doch schon wieder ein Portal. Hatte ich hier nicht erst ein Portal erledigt beim letzten Mal? Aha. So. Jetzt muss ich aber nochmal kurz probieren, da hochzukommen, ja. Wieso wird das manchmal einfach Arf? So, danke für diese Truhe. Jetzt würde ich gerne noch darüber, bevor ich hier... Na Moment, was ist denn dieses Portal jetzt eigentlich? Das hatte ich doch schon, ne? Ja, definitiv hatte ich schon. Aber ich mach's einfach nochmal. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde... Oh, diese Gegner nerven echt heftigst. Ja, kriegt man halt Sturzpunkte und so, ne? Warum nicht? Ich weiß nicht, warum ich unbedingt drauf verzichten sollte. So, Bonuserfolg geschafft, wie wunderbar. So. Dann kann ich den wieder ausmachen hier, den Link-Mode. Super, und wieder geschafft. Supi. Zügellose Laune, Königskuchen, ja, warum nicht? Diese normalen Portale scheinen echt unendlich oft wieder zu respawnen. Ah, hier kann ich auch so ein Ding... was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott, ich habe mein Squally Ball gegen Gary ausgetauscht. Moment mal, wieso hatte ich überhaupt Squally Ball drin? Ich habe doch die ganze Zeit eigentlich mit Gary gekämpft, oder? Keine Ahnung. Ja, hier ist so ein Wechselding, aber das will ich noch nicht. Ich will erst noch hier oben an die Truhe. Mein Controller spinnt heute rum wie sonst was. Echt, oh. Genau, dich wollte ich haben. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie vertraue ich dem Gaumen da hinten, weil der so versteckt ist, mehr. Deswegen benutze ich jetzt mal nicht den, sondern den versteckten Gaumen. Vielleicht bringt das noch irgendwas. Schön, wenn es einfach alles in eine Richtung passiert, in die ich nicht drücke! Hallo? Ja, genau. So habe ich das gemacht. Ja. Keine Sorge, sind alles nur künstliche Aufreger. Oha, jetzt haben wir erstmal ein Loch im Boden. Okay, Moment. Hier kann ich auf jeden Fall hoch. Ja. Ja. Ihr seid überhaupt nicht anfällig gegen Blitz, oder was? Weg mit dir. Aua. Was liegt denn hier um mich rum? Wie viele Gegner einen hier einfach unterbrechen können, das nervt echt. Das war in Kingdom Hearts 1 und 2 nicht so, dass wir so viele Gegner einfach unterbrechen konnten. Was ist das hier? Ein Gaumen? Nee. Okay. Oh. Ich muss mal abchecken, ob hier irgendwo denn noch was ist. Und es sieht ja ganz danach aus. Alles Arschbratzen hier. Wieso ist mein Rico so schwach? Echt, den muss ich aufleveln. Der liegt... Okay, jetzt... Ich wollte gerade sagen, 7 Level hinten. Jetzt nur noch 6 Level. Immerhin. Immerhin bloß noch 6. Aber das ist echt viel. Also ich merke es halt.
Weil ich bin ja im Gebiet mit gleichen Leveln ungefähr. Ich merke halt, wie ich mit Sora irgendwie alles wegrotze und mit ihm ja mal 3 Stunden an einem Gegner sitze, so gefühlt. Und wieso ist das Arschloch da oben zu? Haben die Gaumen hier etwa unterschiedliche Effekte? Aber oben drüber ist was. Oh, wenn es mal bitte das machen würde, was ich drücke. Hä? Hallo? Nochmal. So, Kamera. Da. Ja. Ja. Oh. Ja. Das hat zwar funktioniert, aber gebracht hat es jetzt nichts. Aber, jetzt verstehe ich. Der muss andersrum sein, weil dann ist auf dem Ding hier quasi das Tor, das Arschloch. Ich hoffe einfach mal, da oben sind jetzt nicht noch irgendwo Truhen. Das wäre jetzt echt ätzend. Deswegen, ich lasse mich nochmal umdrehen. So, also wir müssen jetzt hier mit ganz hoch... Wenn... Hä, wieso funktioniert denn das manchmal einfach nicht? Ich hasse euch. So, jump on, jump on, jump on, jump on, jump. Okay. So. Warum nicht gleich so? Meine Phrasen. Okay. Das ist alles strange hier. Okay, 2 verschiedene Wege, das ist uncool. Links will ich zuerst lang. Nur eine Truhe. Das ist sehr gut. Wasserfass. Das, was ich mir gerade mit den Linkpunkten nicht holen wollte. Schicken sie mir trotzdem hinterher. Klebt hier irgendwo was? Nee. Nö. Doch, hier. Und einen Speicherpunkt haben wir hier. Wecker. Aha, hier gibt mir jetzt schon einen Wecker. Hm. Nee. Was soll denn das? Was ist denn mit meinem Controller los? Wirklich, jetzt kriege ich echt langsam die Krätze. Ich brauche einen neuen. Was sagt ein Akku? Noch kein Grund, so rumzuspinnen. Verstehe ich nicht. Boss-Time schon? Ja. Oh, der gleiche. Nur in Feuer. Hallöchen. Ist jetzt ernsthaft ein Portal? Eins, was wahrscheinlich danach nie wieder... Oh, ich mach das jetzt einfach. Ach ne, das sind da Freunde. Soll ich das machen? Ich mach's einfach mal. Einfach zum Test mal von dem Bosskampf die Freunde holen. Oh, das hat nicht funktioniert. Aua! Okay, komm, machen wir die gute alte Taktik hier. Der Bossraum ist zu groß. Ey, Arschkopf. Können wir bitte mal kämpfen? Das Lied ist voll cool gerade. Ach, Alter. Wie ein einfach hier wirklich jeder zweite gegnerische Angriff einfach unterbricht. Das nervt. Das nervt wirklich. Es kann doch wirklich nicht wahr sein, dass ein alles unterbricht. Und die Gegner hier aus der Reichweite jedes Zaubers einfach gehen. Okay. Komm her, Bruder. Ich kann noch fliegen. Ich kann... Warum? Hier, ich fliege. Ja, ich bin extra hier hochgeflogen jetzt mit meinem Ikarus. Also bitte, tu mir den Gefallen und lass dich jetzt auch mal treffen, du Arschkrapfe. Kleine Hure, jetzt ist die Linkleiste gleich leer. Ich habe dir fast keinen Schaden gemacht. Hier, hä? Kleine Muschi. Oh, hey, ich kann was machen, ich kann was machen, ich kann was machen. Warum macht das nicht jetzt? Macht das, okay, super. Hat es wenigstens Schaden gemacht? Sieht so aus, ne? Mhm, ja, doch, den kriege ich doch jetzt hier locker platt, oder? Na, natürlich haut er jetzt nochmal ab, Arschgesicht. Ja. Oh, da hätte ich ihn ja treffen können. Aber egal, ich warte noch einmal, bis Ballonga wieder da ist und dann war's das.
Aber war's nicht? Oh. Komm her, kleiner Bube. Oh. Jetzt war's das aber. Wenn er nicht immer 3000 Meter weggehen würde. Alter, nervt das. Ich kann nicht auf die Entfernung schießen. Ich muss immer hingehen und dann geht er wieder weg. Okay, hier frisst das, dann bist du tot. Arschkarte. HP Höchstwert erhöht. Ja, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht bei Rico gerade. I was only sent into the past on the Destiny Islands. So why does it seem like time was rewound in this world too? Maybe it's like Master Yen Sid said, the world was freed from darkness, but is yet to wake from it. It's trapped in a never-ending dream. Tosende Seele. Das ist cool, ein anderes. Und das sieht aus, als wäre der Griff vom Schlüsselschwert Monstro, der gerade Wasser ausspritzt und da oben ist ein Schiff. Das ist echt cool. Nur den Anhänger erkenne ich gerade nicht ganz. Sieht für mich gerade aus wie ein Fass mit einer Tür, wie eine Urne, so eine Vase mit einer Tür, aber das hat bestimmt irgendeine andere Bedeutung. Ein Schlüsselschwert, das weniger kritische Treffer zufügt, aber einen hohen Magiewert besitzt und das Auslösen von Realitätswandeln erleichtert. Magie. Wobei die Magie in dem Spiel ja echt stark ist. I hope so is okay. He'll be just fine as long as Riku's with him. Huh? You don't think? No! Master Yen said! Look! It's a raven! Oh! That raven is Maleficent's. What's it got? Huh? Why, that's Minnie's. Huh? Gorge, what's it say? It's from Maleficent. She's kidnapped Minnie. She took Queen Minnie? The letter says for me to return to Disney Castle, or else. Mickey, there is no time to waste. Okay, you fellas stay here. King Mickey, we're going with you. Gosh, I guess you're right, pals. We friends need to stick together. Master Yen Sid, we'll be back. The timing is too perfect, too calculated. Maleficent must sense a change in the forces of darkness. A change like Xehanort. Bewohner der Schlafende. Ich check das mal eben ab. Bewohner der schlafenden Welten. Damit müssen wir zurück nach Traverstown. Ich schätze 95%. Alter, leck mich doch am Arsch. 91, 80. Okay. Also zurück nach Traverstown. Muss ich da extra nochmal tauchen? Ich mach's einfach. Keine Ahnung, ob ich muss. Ich mach's einfach. Bestimmt muss ich nicht. Aber es stand ganz oben, deswegen sammeln sie 300 Preispunkte. Oh!
Achtung, dass ich nirgends gegenknalle hier wieder, ne? Achso, die kann ich so auch kaputt machen. Ich vergaß. Ich nehme das, ja. Oh Gott, was seid ihr? Ihr seid der Gegner. Ah. Was will... Hey, eine Katze! Katze. Okay, ich kann Feuerbrunst machen jetzt. Bam! Hey, Punkte. Ring offen, ja, ja. Aber das wirkte jetzt irgendwie nicht so, als hätte ich das wirklich machen müssen, oder? Keine Ahnung. Nee, nee, ich geh da nicht durch, nee! Okay, ich geh doch durch. Oh, ah, fuck you, Alter, wie kommt, wo kam das denn jetzt plötzlich her, Mann? Hä? Ach so, die Dinger kann ich zerstören, aber die roten an sich nicht, ah ja. Oh ja! Jetzt ergibt es Sinn für mich. Nee! Nein! Okay, Ziel. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob ich das machen musste, aber... Nevermind. Hauptsache, wir sind back in Travesty. Wow. Okay, ich musste es definitiv nicht machen. Gar keinen Bock auf Travesty nochmal, ich will neue Welten. Why am I back? Ja. Hm? Joshua. Nice of you to join us. What happened? Trouble happened. I was hoping one of you could help. When did Sora get here? Bravo, Riku. Why can't he be this quick on the uptake? Yeah, well, Sora's a little... Now, let's get down to the problem. We've got a nasty Dream Eater on our hands. It keeps jumping between worlds. Not only that, it knows how to summon creatures like it. Pretty powerful ones, too. The others are on a mission to stop it, but they need help. The others? You mean Shiki and her friends? That's right. They all found their game partners, and Shiki is over fighting in the other Traverse Town. In fact, Sora is helping them out. Good to hear. So what can I do? Actually, the Dream Eater just reappeared in the Fountain Plaza. I sent Beed and his partner to face it. I'm on it. Riku, there's something else you need to know. Hmm? These two Traverse Towns separated by the portal. I was under the impression they were parallel worlds, but it looks like I was wrong. Wrong how? That's where it gets tricky. After you and Sora left, Shiki crossed the portal to join her game partner. Did you notice players have a mission timer inscribed on their hands? Well, when she got to the other side, Shiki had more time left on her clock than her partner. And when Beat's partner crossed over from the other side, she had less time left. So time flows differently here and there? So what? That's true of any two worlds. Their homeworld would be running on a different time axis too. Yes, I understand that. But if these Traverse Towns were parallel worlds, then time would flow the same in both. But it doesn't. Ergo, they are not parallel worlds. You mean there's a past and a future? No. Impossible. The worlds are clearly separate. It's not just time that sets them apart. As you yourself noted, every world flows at its own pace. Which tells me that for all their similarities, these are two distinct worlds. Distinct worlds? Yes. But this is all conjecture. It's like the same world imagined by two people. What does that tell you? That we're in... the dream. Yes. Bravo again, Riku. In which case, none of this may matter one bit to me or my friends. But to you and Sora, I think it might be a vital clue. Right. Thanks. So you need me in the plaza? Wow. I'm running out of bravos. Be right back. Ich
So, ich müsste also einfach nur zum Brunnenplatz und dann würde wahrscheinlich der Kampf gleich starten. Wir sind jetzt bei 20 Minuten, das ist an sich echt nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass dann jetzt wahrscheinlich ein Kampf starten würde und dann noch eine Sequenz danach und vielleicht noch eine Sequenz danach. Ausgehend davon würde ich mich doch eher dann für den Part jetzt mal eben verabschieden, hier nochmal ganz kurz. So geil wie ich bin, eine zügellose Laune kaufen, weil das ist genau das, was ich gerade verspüre. Und erstmal sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.